So Leute, heute Supercup Bayern gegen Leipzig in der Allianz Arena zusammen mit Tops. Ich freue mich sehr. Angekommen in der Tops Loge, sieht sehr, sehr geil aus mit nicem Ausblick auf der Allianz Arena. So 5-6 Stunden sitzt noch bis zum Anpfiff. Wonach suchst du gerade? Ich suche nach dem weißen Tee, wo die Leute nur weiße Shirts tragen dürfen, damit sie das Telekom-Logo ergeben. Wie viel Geld müsste man dir bieten, damit du das anziehst? Umsonst. Ich würde es umsonst machen. Die sitzen immer da irgendwo. Oben oder unten? Unten. Das ist einfach Tops Loge. Harry Kane wurde in München gesichtet. Wahnsinn, da ist er. Heute 2 Tore. Und wie geht's heute aus? Ja. Ja? Ja für Bayern oder ja für Leipzig? Ja. Ja. Hier finden dann Pressekonferenzen statt, wo dann zum Beispiel Guardiola, Thomas Tuchel, Harry Kane etc. vorgestellt werden. Sehr bequeme Sitze für die ganzen Journalistinnen und Journalisten. Sieht schick aus. Denken von Spiel zu Spiel, weil jedes Spiel gibt einfach nur 3 Punkte oder 1 Punkt und dann schauen wir mal. Was wird? Was wird? Nach dieser Partie ist die Ausgangslage in der Tabelle nicht so berauschend. Stark angefangen, stark nachgelassen, aber was soll man machen? Wir werden das analysieren, das Spiel, die Fehler genau unter die Lupe nehmen und dann... Jubel mal in die Kamera, jubel mal in die Kamera. Jubel! Der Fokus fängt an hier eigentlich. Das fängt vor an, aber hier ist... Wo du wirklich Spaß bekommst. Und dann gehst du runter und dann. Ihr Ösis am Start hier, was geht ab? Guckt euch das an, guckt euch das an. Der heilige Rasen der Allianz Arena. Näher kommt ihr nirgendwo dran. Nicht? Fühlt sich sehr gut an. Let's go! Unfassbar viel Geld dafür auszugeben. Essen bei uns in der Loge. Davon werde ich mir so viel draufballern. Käse einfach das Beste. Dein Oberteil ist kaputt. Ja, ja. Die Jungs happy. Aussicht auch. Extra klasse. Diese Tops-Karten, handsigniert jetzt von Philipp Lahm, direkt wahrscheinlich 3.000 Euro mehr wert. Wir sind ein langjähriger Partner der DFL und es ist immer eine Freude, beim Supercup die Saison zu starten. Man hat gleich gesehen, in dem Moment, wo du eine Päckchen öffnest, ist die Spannung da, die Emotion. Jeder tippt auf die Bayern. Da gehe ich auf den Underdog RB Leipzig und sage 1-2, wobei es sehr schwer werden wird in dem Momentum jetzt mit Kane noch. Also die erste Bundesliga-Kane-Karte, die wird sicherlich ein Highlight in der Kollektion werden. Das ist die Kindheitserinnerung, die Pokémon-Karten auspacken. Das Beste ist, jetzt gibt es noch ein Bier dazu. Also vielen Dank. Viele gibt es. Ein Abi, ne? Den kennt man natürlich. Wer? Anthony Modest, vom ersten FC Köln. Das ist eine unterschriebene Philipp Tipsy Lahm-Karte. Exklusive Karte auf Supercup. Also für 3.000 Euro ist es eure. Meldet euch. Oder ich weiß es nicht. Alter! Aber nicht unterschrieben. Aber Reyna 4 von 5. Das ist stark. Den habe ich auch gezogen hier. Vielleicht noch relativ unbekannt, aber wenn er mal gut wird oder vielleicht hier zum FC Bayern wechselt, dann macht das schon Sinn. Macht das auch einiges an Wert her. Und ich habe Guardiola gezogen. Als ob! 7 von 10. Wie viel ist die wert?
wenn das heute seine letzte Unterschrift auf dem Leipzig-Jersey war, könnte die viel wert werden. Ja, das kann sein. Gucken wir uns nochmal an hier. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich merke, dass die Sonne mich küsst. Das ist eine Lampe. Wie geht das Spiel heute aus? 3-2 für Bayern. Das Stadion füllt sich. Wie geht das Spiel aus? 4-1. Was sagst du? Wie geht's aus? 3-1. Ja, ich bin heute viele Tore schießen. Prost. Prost. Gute Nacht.